Der Titel sagt sicher schon alles. Wenn man sich in einer Essstörung befindet, vergisst man leicht, dass Menschen um einen herum sind, die mitleiden und die sich so... Kann man schon reinkommen? Ich habe euch gesagt, wartet auf mein Zeichen! Und die sich Sorgen um einen machen. Und diese Menschen sollten wir nicht vergessen. Hey, heute gibt es eine Spezialausgabe, denn wie das Video-Intro und der Videotitel schon verraten haben, der Videotitel steht unten, nicht oben. Das war beim alten YouTube noch so, könnt ihr euch erinnern. Ah, Zeiten. Denn wie das Video-Intro und der Videotitel schon verraten haben, sind wir heute nicht nur unter uns, sondern haben ein paar Gäste. Und mit ein paar meine ich zwei. Mein Vater und mein Bruder beantworten Fragen, wie sie die Essstörung von außen erlebt haben, was für Gedanken sie begleitet haben und wie sie die Dinge aus einer unessgestörten Sicht sehen. Das habe ich schön gesagt. Ich bin schon sehr gespannt, denn ich habe nur die Fragen vorbereitet und weiß noch gar nicht, was sie darauf antworten werden. Also nicht nur ihr erfahrt heute etwas Neues. Los geht's also, hauen wir uns auf die Couch, denn dort wird in der Regel ja therapiert. Okay, seid ihr bereit? Nein, das mal ist nur uns, ja? Das ist okay. Okay, das heißt, ich gehe ein bisschen weiter runter, damit wir das Bild ausfüllen. Seid ihr jetzt bereit? Jetzt bin ich total bereit. Bin so bereit. Dann willkommen in unserer Talkshow. Wie geht es Ihnen? Ich hoffe, Sie wissen bereits, Sie sind der Vater. Von mir? Okay, gut. Also meine erste Frage ist, wann und wie habt ihr mitbekommen, dass ich Bulimie habe? Wer auch immer zuerst will, also. Alter, vor Schönheit. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube nicht, dass ich bin ziemlich sicher, dass ich es nicht von dir erfahren habe, sondern dass es mir wahrscheinlich die Großmutter gesagt hat. Und wann, kann ich auch nicht sagen, aber das muss schon ein ganzes Weile gewesen sein. Gab es da irgendeinen Schlüsselmoment, wo du für dich gemerkt hast, da stimmt was nicht, oder hast du das nicht so mitbekommen? Na, ich habe gewusst, dass es dir nicht gut geht. Schon eine ganze Weile. Ich habe es nicht, also ich habe die Indizien nicht richtig gedeutet. Ach so, okay. Naja, denkt man an sowas. Nein, nein. Du hast jetzt auch nicht, du bist ja nicht total abgemagert oder sonst was, wo ich sagen könnte, das ist augenscheinlich oder sonst was. Ich hätte es so nicht sagen können und ich glaube, es war dann von der Großmutterseite her. Und bei dir? Das erste Mal, wo ich es wirklich mitbekommen habe, da habe ich dich akustisch schweigen hören. Also das, echt? Ja, hast du noch bei ihm gewohnt? Mhm. Da habe ich dich einmal schweigen gehört und ironischerweise, ich habe dir sogar eine SMS geschickt, hatte damals nur noch deine alte Nummer. So, hey du, wenn du reden willst, das ist also leider eh nie angekommen. Aber direkt drauf angeredet, am nächsten Tag habe ich dich nicht, das weiß ich. Aber du hast das gleich damit in Verbindung gebracht, oder? Ja, weil es gibt wenig Gründe, warum man Kotzgeräusche hört. Also, meiner Erfahrung nach. Und da warst du dir dann aber sicher? Relativ sicher, würde ich sagen. Also, zumindest, dass irgendwas ab ist, weil normalerweise speit man, wenn man trinkt, wenn man krank ist, also psychisch, physisch. Und dass du Alkohol nicht wirklich trinkst und ich nicht wusste, dass du krank warst, aus körperlicher Hinsicht war das andere naheliegend. Hast du da mit anderen drüber geredet oder hast du das eher für dich behalten? Könnte ich dir jetzt nicht dezidiert und hundertprozentig versichert sagen, dass ich es für mich behalten habe oder dass ich mit anderen drüber geredet habe, weil das schon eine Weile her ist. Angedeutet habe ich es vielleicht. Vielleicht. Und du? Ich habe dann schon, wie gesagt, anderen habe ich relativ viel Dinge darüber gesprochen. Mhm. Und ich glaube auch irgendwann mit euch, das ist schon zu lange her. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Und unangenehm ist, du willst es nicht erinnern. Naja, ich habe auch versucht darüber nachzudenken, aber das ist mir nicht eingefallen. Nein, das passt schon. Ich meine, ich weiß auch nicht, wann es euch aufgefallen ist. Also. Ja. Okay, also die zweite Frage, ja, habt ihr untereinander darüber geredet? Ja. Schon, ja. Ja, ich rede nicht mit meinen Verwandten, das sind alle Depper. Ja, das verstehe ich meine auch. Das wird das letzte Video sein mit meiner Familie. Also ihr habt schon so ein bisschen drüber geredet. Ja, viel. Also viel? Durchaus, ja, oh ja. Also es war durchaus ein bestimmtes Thema unseres Ressorts. Ach doch? Ja. Okay. Auf jeden Fall. Jetzt erfahr sogar ich was Neues. Was für Versuche habt ihr unternommen, mich darauf anzusprechen? Oder habt ihr irgendwie versucht, mich irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass ihr es wisst? Soweit ich mich erinnere, war das dann so die Frage, wie kann man denn das ansprechen und ist das gut oder... Stresst dich das noch mehr oder irgend sowas in der Richtung? Mhm. Ich weiß nicht, wer von uns dann wirklich auf dich zugegangen ist. Aber ich glaube, es war so, dass es nicht direkt war. Also ich habe nicht gesagt, hey du, ich habe da was gehört oder sonst was. Sondern es war, ich glaube, über die Großmutter. Ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, über die Großmutter. Weißt du, ich habe mich nämlich erinnert, einmal hat mich sogar mein
ehemaliger Freund, da im Flagranti erwischt, beim Speiben und dann überhaupt nichts gesagt. Charmant. Ja, sehr charmant. Wobei, wir haben, das weiß ich nämlich noch dezidiert, da war Clemens, wer war das? Clemens und auf jeden Fall noch ich. Weiß nicht, ob noch jemand dabei war, wie du noch gewohnt hast, in der anderen Wohnung. Und da wollten wir dich drauf ansprechen und, also höchstwahrscheinlich nicht in einem, zu einem guten Zeitpunkt, weil du dann entsprechend auch krankig warst und abweisend, aber ich nehme auch an, wir haben es nicht großartig gemacht, sonst wäre es anders ausgegangen. Das war halt ein, sagen wir, dilettantischer Versuch. Ja, weißt du, die Sache bei Bulimie ist auch, ich kann mich ja nicht mal daran erinnern, aber ich habe euch sicher auch deswegen rausgeschmissen, weil ich mir einfach gedacht habe, wann gehen die endlich, damit ich wieder speichern kann. Also, ja, und das war dauernd im Hinterkopf. Und das Problem ist, auf der einen Seite, so direkt wirklich ansprechen wollten wir es nur bedingt, weil wir dann auch dich nicht erzürnen wollten, klingt jetzt ein bisschen rasch, aber ja. Ich glaube, du wolltest auch nicht, dass wir direkt mit dir drüber reden. Einfach damals, weil das einfach so unangenehm war und du gedacht hast, wir wollen dir das irgendwas. Und wir wollten natürlich was, aber wir wollten nur dein Bestes und Gutes. Weißt du, ich glaube, er ist angefressen, weil sein Sessel vollgestellt ist. Weil da liegt er immer, wenn er da ist. Ah. Das ist viel besser. Mit der Methode hat er mir neulich ein Leintuch ruiniert. Sei denn vorsichtig. Papa, rette ihn. Platz. Ihr könnt es nicht sehen, aber es ist echt genial. Die nächste Frage. Was hat euch in dieser Zeit besonders wehgetan? Auf der einen Seite, dass nicht wissen zu können, was man tut. Mhm. Nämlich immer so mit dem Hintergedanken der Gefahr, wenn ich irgendwas mache und es ist falsch, verschlechtert es die Situation und daher mache ich halt gar nichts. Das klingt so irgendwie rasch, aber es war halt, weil ich habe dann immer irgendwie das Gefühl oder die Angst oder die Sorge, dass wenn ich dich falsch anspreche, du dich irgendwie mehr distanzierst und weniger mit uns zu tun haben willst, weil du das dann uns denkst, dass wir dir sonst irgendwie nur dreinreden und einfach nicht, dass wir uns freuen, in deiner Gegenwart zu sein, sondern dich die ganze Zeit nur bemängeln. Und da hatte ich immer Angst, dass ich dich verscheue. Angst, was falsch zu tun, war das Größte. Weil es auch geheißen hat, dass das total schwer ist, wirklich was. Also wenn man das anspricht und Druck ausübt, dann sei es noch so, dass du leichter verstärkt wird, dass das die Krankheit quasi. Und das war einfach schwierig und hat auch zuschauen zu müssen, war irgendwie ziemlich schwierig, weil man gedacht hat, man will ja was tun, man will helfen. Und das ist halt so ein bisschen so wie bei Alkoholikern, wo man sagen kann, man kann nicht helfen. Fiel es euch denn schwer, Kontakt zu halten zu mir? Mir ging es in der Zeit ja furchtbar schlecht, ja. Und es geht einem ja in der Gegenwart einer Person, der schlecht geht, auch nicht gerade super. Das war nicht so das Problem, das hat mir leid getan. Und ich habe halt versucht, sozusagen, wenn von dir was gekommen wäre, was ja nicht wirklich der Fall war, sozusagen offen zu sein, dass wenn irgendwas ist, du auch das Gefühl hast, dass du mit mir oder mit sich bei den anderen auch reden kannst. Ne? Aber das war halt so auch sehr viel, wie ist es theoretisch, weil da weiß man viele gute Tipps und wenn man in der Situation drin ist, dann ist es was völlig anderes. Wie war die Frage nämlich nochmal? Was hat euch besonders wehgetan an der ganzen Sache? Kann man da auch ein illustratives Beispiel nehmen? Ja, natürlich. Gerne. Weil dann weiß ich einen speziellen Moment, der besonders derb war. Echt? Ja, das war, wie du das erste Mal dann behandelt wurdest und sediert warst. Das war mitunter einer der schlimmsten Momente, die ich mitunter gesehen habe. Weil ich weiß noch, wie, wenn man dich in der Freizeit sozusagen vorher gesehen hat, man hat gewusst, dass es dir nicht gut geht. Aber du wolltest nicht unbedingt sehen, dass es dir nicht, du wolltest nicht zeigen, dass es dir nicht gut geht und hast daher immer so ein Happy Face gehabt oder halt gespielt. Und wie man dich dann sediert hat mit Medikamenten und allem und dich einfach etwas runtergebracht hat, dann, ich glaube, es war einfach zu anstrengend, ein Happy Face zu haben und dann war halt einfach so ein echt Face da, also einfach ein echtes Gesicht und wie du dich im Moment gefühlt hast und das war atemberaubend aus einer sehr negativen Hinsicht heraus, weil da haben wir einfach nur gedacht, ja. Also was zum Teufel? Ja, also keine Worte, wirklich. Und was hättet ihr am liebsten direkt oder ganz unverblümt gesagt? Egal, welche Konsequenzen es gehabt hätte, was hättet ihr am liebsten gesagt? Sowas in der Richtung wie, also natürlich herauf und so, auch irgendwas in der Richtung wie, red mit uns.
oder sowas wie Aufwachen oder in der Richtung, weil das für mich so ein bisschen wie ein anderer Zustand ist. Ganz ernsthaft? Keine Ahnung. Ich könnte es dir nicht sagen. Wenn ich damals schon gewusst hätte, wie ich dich anreden hätte sollen, hätte ich es eigentlich gemacht. Weil wenn ich gewusst hätte, ich komme zu dir und sage jetzt, Lena, jetzt ist aber mal Schluss damit. Also ganz besoffen, Lena, ja. Ja, irgendwas besser. Wenn ich die Worte gefunden hätte, hätte ich mich zumindest so weit selbst belästigt mit diesen so tollen Worten, dass ich dir gegenüber rausgebracht hätte. Aber ich hatte keine guten, passenden Worte. Ich meine, das. Also jetzt im Nachhinein, wenn du dran denkst, was du mir ein bisschen gesagt hättest, einfach so. Ja, weil dann hätte ich es dir, hoffe ich, doch gesagt. Also wenn ich wirklich etwas gewusst hätte, was ich dir hätte sagen können, weil ich wusste ja, also ich war ja sprachlos. Keine Ahnung, mit sowas rechnet man nicht. Ja, aber ich meine, wenn manchmal sagt man aus Verzweiflung heraus Dinge, wenn eben jemand anderer in einer Situation ist, die man nicht wirklich kontrollieren kann. Und kommt dir irgendwas in den Kopf, was du am liebsten gesagt hättest? Ich meine, es kann auch sowas sein wie wow oder scheiße oder hoppla. Habt ihr irgendwie hier lieb? Ja. Ganz ernsthaft, ich wüsste nicht, was sonst sinnvoll ist, weil mit dir zu sagen, Lena, du hast ein Problem, das weißt du selber auch. Lena, geht's nicht gut, das weißt du selber. Weißt du, alles, was so an No-Nah-Geschicht ist, da kann mir Lena selber eins auf die Schnauze. Achso, ja, nein, ja. Und alles andere, weil es eigentlich auch Lena hat, die ich liebe, ist so an No-Nah-Geschicht. Das ist eigentlich, der Großteil ist entweder dumm oder offensichtlich. Und jetzt wirklich irgendwas Beflügeltes und Schönes, das an. Woher? Also wer dir da nicht wirklich was eingefallen? Wie gesagt, ich hätte es dir dann gesagt, wenn mir was eingefallen wäre. Also okay. Ich war tatsächlich wortlos. Und das ist bei mir selten. Das ist wirklich. Diese Videos werden ja angeschaut von Leuten, von sehr vielen Leuten, die an einer Essstörung leiden. Würdet ihr denen jetzt als Außenstehende irgendwas sagen wollen? Redet mit dem anderen. Also überlegt, mit wem ihr redet, weil nicht, dass ihr jemanden ansprecht, der euch dann irgendwie Stress macht, aber es gibt sicher Leute, die zuhören und mit denen reden, weil das ist der Anfang vom Ausbrechen aus dem. Amen, ja. Und du? Oder schließt du dich? Ja, auf jeden Fall reden ist vor allem mit richtigen Leuten, also passenden Leuten, immer gut. Also auch insgesamt, meine Lieblingsleute sind die, mit denen ich gut reden kann. Das Zweite ist, wenn es was findet, wo ihr euch nur gut fühlt und keine Schuldgefühle habt, dann schaut euch das besser an und schaut, dass ihr daraus Kraft zieht. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein, weil ich kenne es von mir zumindest. Wenn alles nur scheiße ist, dann ja, hast wenig Möglichkeit. Ja, das stimmt. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich fand das war echt cool. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Und wir sehen uns irgendwann wieder. Cool. Ja, wann ich euch mal wieder für ein Video brauche. Danke fürs Gespräch. Danke. Wer sind Sie? Ich hoffe, ihr habt etwas für euch mitnehmen können. Falls ihr sagt, solche Videos interessieren euch, kann ich meine Familie öfter nerven, in meinen Videos aufzutreten. Nur für euch. Und keine Sorge, ich weiß, nicht jede Familie ist gleich und jedes Familienmitglied reagiert individuell auf so eine Situation, aber im Großen und Ganzen hat die Familie einen doch lieb. Wie ihr seht, ist die Essstörung nicht nur für einen selbst schwer, sondern auch für die Personen, die sie miterleben müssen. Womit ich jetzt niemanden unter Druck setzen will, denn das klingt ein bisschen so. Die Menschen um einen herum machen sich auch Gedanken. Und das sollte man nicht vergessen bei einer Essstörung. Wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Montag wieder. Nächsten Montag. Wenn ich diesen Montag meine, kann ich dann nächsten Montag sagen, wir sehen uns nächsten Montag. Wir sehen uns diesen Montag wieder im... Ich glaube, jetzt werden alle abschalten, denn irgendwie ist das ein bisschen zu komisch. Wir sehen uns den kommenden Montag wieder. Und bis dahin passt auf euch auf. Cooler Abschiedsgruß. Das war der Schauspieler. Wo kriege ich jetzt meinen Check? Oh fuck, das habe ich vollkommen vergessen. Ich habe gedacht, wir drehen hier ein Porno. Okay, das habt ihr nicht gehört. Panda, 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 Panda. Hallo.